So, schönen guten Morgen. Wir haben jetzt gleich 10:30 und ich bin bei Regen und ekligem Wetter, eigentlich 12 Grad haben wir, unterwegs nach Lörrach. Das ist so im badischen Bereich. Da brauche ich jetzt so circa 1,5 Stunden und dort muss ich eine Baugruppe wechseln. Also bis jetzt so nichts Gravierendes. Und mit dem heutigen Tag ändert sich mein Leben schlagartig, denn ab heute gibt es einen neuen Bußgeldkatalog, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Das heißt, der Lappen ist außer Ort schon ab 26 Kilometer zu schnell weg. Und 26, das ist ja gar nichts. Also habe ich ja täglich bestimmt 20, 30 Mal überschritten. Aber damit ist jetzt rum, sonst ist der Deckel weg. Ja, und wie man sieht, kann man sich aufs badische Wetter verlassen. Also hier ist überhaupt kein Regen, hier ist sogar die Sonne draußen, wunderbar. Ich habe jetzt gerade eine Schüssel geholt für den HVT und fahre jetzt gerade in den HVT in Lörrach, um eine Baugruppe zu wechseln. Na, müsste schnell gehen. Ja, mittlerweile bin ich im ÜVT drin und was hier interessant ist, hier gibt es gar keine Schränke, so wie man es normalerweise kennt, sondern hier diese Anordnung. Ne? Naja, warum nicht? Hauptsache funktioniert alles. So, mittlerweile bin ich in meinem Netzelement angekommen und diese Karte Nummer 8, die scheint irgendein Problem zu haben und die wechsle ich jetzt einfach. So, Karte ist gewechselt. Machen wir hier zu und dann war's das hier. Das ging jetzt fix. Einfach kurz die Baugruppe getauscht und das war's dann schon. Und jetzt fahre ich Richtung nach Waldshutingen. Da habe ich nochmal eine Störung, die ist etwas größer, die geht auch bestimmt etwas länger. Weil da war ich schon mal, da hat gar nichts funktioniert. Ich hoffe, dass es heute funktioniert. Und ja, jetzt fahre ich erstmal eine Dreiviertelstunde, dann sehen wir weiter. Ich bin mittlerweile kurz vor Waldshutingen. Ja, jetzt regnet es hier leicht mittlerweile wieder. Ja, und ich bin einigermaßen überrascht, denn die Tätigkeit, die ich jetzt gerade gemacht habe, nämlich so Controllerkarten zu wechseln, das ist eigentlich immer echt ein Mega-Scheiß und funktioniert in den wenigsten Fällen. Und jetzt habe ich hier 3 Controllerkarten in einer Dreiviertelstunde gewechselt und es hat alles funktioniert. Also ich bin echt einigermaßen sprachlos. Ja. Das kommt nicht allzu oft vor. Ja, noch ganz kurz zur Erläuterung, was so eine Controllerkarte macht. Also pro Netzelement, also da wo die ganzen Ports und so zusammenlaufen, gibt es 2 Controllerkarten, nämlich zur Redundanz. Das heißt, wenn eine abraucht, ja, dann übernimmt einfach die andere Karte des Controlling von dem Shelf. Und an dem Standort waren 3 Controllerkarten weg und die habe ich jetzt getauscht und hat super geklappt. So, das war's. Nur kurz die Hände desinfizieren und dann geht's von Waldshutingen nach Hause. Circa eine Stunde Heimfahrt. Ja, und ich habe jetzt schon festgestellt, dass wieder irgendwie ein paar Teile meiner Story heute fehlen. Na, egal. Also, morgen geht's weiter und bis dahin schönen Feierabend.